Ein Biotech-Unternehmen mit 16 Produktkandidaten in der Pipeline. Das ist ja schon mal was. Und was in unserem Fall aber noch dazu kommt, dieses Unternehmen hat auch mehr Cash in der Kasse, als es an der Börse wert ist. Sowas ist extrem selten und diese Aktie stelle ich Ihnen heute vor. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wenn man so wie ich hier Videos macht zu Aktien und wenn man gleichzeitig so wie ich auch einen Börsendienst hat, dann stellt man in seinen Videos gern auch mal Aktien vor, die man auch in seinem Börsendienst schon vorgestellt hat. Aber natürlich nur die, die da schon gut gelaufen sind, ist völlig klar. Und dann kann man nämlich einfließen lassen, ho, 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 liebe Zuschauer, die Aktie habe ich meinen Lesern übrigens vor 5 Monaten schon vorgestellt. Und die ist auch schon 13.000% im Plus. Und damit vermittelt man auf ganz subtile Weise seinen Zuschauern, ihr traurigen Gestalten, hättet ihr meinen Börsenbrief gelesen, dann hättet ihr mit dieser oder jenen Aktie schon richtig viel Geld verdient. Und dann könntet ihr jetzt schon an der Promenade in Nizza sitzen und da euren Sundowner schlürfen. Aber nein, ihr sitzt ja noch zu Hause und schaut YouTube-Videos, wahrscheinlich mit einem Dosenbier in der Hand. Aber da seid ihr gerade mal schön selber schuld. Aber ich mache es jetzt genau umgekehrt. Ich stelle heute eine Aktie vor, die ich tatsächlich auch schon im Emerging Markets Trader vorgestellt habe. Nur dass sie bis jetzt eben leider nicht gut gelaufen ist, sondern eher bescheiden. Es ist aber trotzdem eine Aktie, die mich nicht loslässt. Und das hat für Sie jetzt den großartigen Vorteil, dass Sie völlig gratis eine Aktie vorgestellt bekommen, bei der Sie jetzt auch noch günstiger einsteigen können als die zahlenden Leser. Was wiederum heißt, dass Sie mit dieser Aktie jetzt weniger Geld verlieren, beziehungsweise idealerweise natürlich mehr Geld verdienen könnten. So gut bin ich zu Ihnen, zumindest heute. Und worum geht's bei der ganzen Sache? Es geht um Ascletis Pharma, ist ein Biotech-Unternehmen aus China. WKN finden Sie hier unter dem Video. Ascletis Pharma, wie schon gesagt, hat eine interessante Produktpipeline. Wir haben aber eben auch den erstaunlichen Sachverhalt, dass Ascletis netto mehr Geld in der Kasse hat, als es an der Börse wert ist. Sowas ist schon bei normalen Aktien sehr selten, weil wenn das so ist, kriegt man ja das operative Geschäft noch gratis dazu im Prinzip. Und dass das aber bei einem Biotech-Unternehmen so ist, das klingt fast schon ein bisschen abwegig. Also ich kenne jetzt zumindest keinen Fall, der vergleichbar wäre. Weil wir hätten hier eben dann Biotech-Fantasie, wir hätten aber auch gleichzeitig eine hohe Substanz, die den Börsenwert schon abdeckt. Das ist der Chart in Euro. Ascletis ist vor 2 Jahren in Hongkong an die Börse gegangen, war damals eine große Sache. Ascletis war vorher schon ganz gut finanziert und einer der wichtigsten Geldgeber damals, das war übrigens Goldman Sachs. Und dann sind sie eben an die Börse gegangen und da war die Euphorie wohl ein bisschen zu groß. Also Ausgabepreis war sehr hoch und es hat danach dann eben auch Rückschläge gegeben. Da komme ich dann noch dazu. Jedenfalls, die Aktie ist stark zurückgekommen. Und auch wenn man sie erst vor ein paar Monaten zum Kauf empfohlen hat, so wie ich, auch dann liegen die Leute noch im Minus. Jetzt kauft Ascletis eigene Aktien zurück. Dadurch gibt es eine gewisse Hoffnung, dass sie sich vielleicht jetzt auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, aber auch das ist natürlich nicht sicher. Und ich will gleich vorausschicken, Biotech-Aktien sind einfach spekulativ in der Regel. Es steckt da immer viel Hoffnung drin, aber man hat bei der Entwicklung von Medikamenten und Wirkstoffen eben immer das Risiko, dass es dann vielleicht doch nicht so gut läuft, wie man sich das vorstellt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist im schlimmsten Fall das Geld verbrannt für das Unternehmen und weder das Unternehmen noch die Aktionäre haben noch irgendwas.
Ich habe meinen Lesern natürlich nicht nur Asklepios vorgeschlagen aus dem chinesischen Biotech-Sektor, sondern in den letzten Jahren, vor Jahren schon auch BeiGene, SciLab, I-MAP, Biologics sind jetzt alle oder fast alle dreistellig im Plus auch. Da haben sie wieder den dezenten Hinweis. Wir haben einfach in China auch in den letzten Jahren einen Pharma- und Biotech-Boom gehabt. Und es gibt jetzt eben auch viele chinesische Unternehmen mit spannenden Produkten und eben auch börsennotierte Unternehmen. Wenn Ihnen jetzt die Biotechs zu spekulativ sind, es gibt auch einen relativ stabilen chinesischen Pharmasektor, der zurzeit auch unterbewertet ist. Und von diesen Pharmaaktien, da stellen wir Ihnen auch einige vor, und zwar ebenfalls völlig gratis im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Zukunftsmärkte-Reports kommen regelmäßig von uns, die kosten Sie nichts und Sie müssen sich nur einmal anmelden dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier unter dem Beitrag. Und im nächsten Report Aktien aus dem chinesischen Pharmasektor. Wie gesagt, wir sind heute einfach gut zu Ihnen. Zu Asklepios nochmal. Was hat Asklepios in der Pipeline? Die Spezialität sind Virenerkrankungen, vor allem Hepatitis B und C und das HIV-Virus. Hepatitis klingt jetzt für viele Anleger wahrscheinlich nicht so sexy, als wenn man jetzt sagen würde, hier haben wir einen sensationellen Krebswirkstoff oder natürlich irgendwas auch gegen das Coronavirus. Asklepios hätte tatsächlich auch was gegen das Coronavirus. Das ist eine Kombinationstherapie aus zwei Wirkstoffen, die auch schon in der letzten klinischen Testphase ist in China. Ich würde das Thema aber nicht so hoch hängen. Asklepios hängt es auch nicht an die große Glocke. Wir haben inzwischen weltweit über 160 Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und 240 mögliche Therapien. Und die Frage ist ja auch, ob man für China, ob da überhaupt in nächster Zeit so ein großer Bedarf an Therapien ist. Im Moment sieht es nicht so aus. Aber Hepatitis B und Hepatitis C sind eben auch ernsthafte Erkrankungen, die schwere Folgen haben können, wenn man sie nicht gut behandelt oder gut behandeln kann, bis hin zu schweren Leberschäden und auch Leberkrebs. Und man schätzt, dass gerade in China jedes Jahr 300.000 Menschen oder sogar noch mehr daran erkranken. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man da gute Medikamente hat. Asklepios arbeitet zweigleisig, es werden selbst Wirkstoffe entwickelt und man lizenziert Wirkstoffe von ausländischen Pharmaunternehmen und hat da dann die China-Rechte. Und das hat den Vorteil, dass sich diese Wirkstoffe teilweise eben im Ausland dann auch schon bewährt haben. Und was ein großer Pluspunkt ist, das ist eine enge Kombination mit Roche, dem Pharmakonzern aus der Schweiz. Die gibt es schon seit 2013, ist insofern erstaunlich, weil der Gründer von Asklepios, der war zwar lang Arzneimittelforscher, aber eben bei Novartis und anschließend war noch der Vizechef für die HIV-Abteilung bei GlaxoSmithKline, aber eben nicht bei Roche. Trotzdem, der wichtigste Partner ist Roche. Von denen hat man zuerst die Lizenzrechte gekriegt für Ganovo. Da können Sie jetzt sagen, kein Wunder, dass die Aktie fällt, wenn der wichtigste Wirkstoff Ganovo heißt. Aber es ist einfach der chinesische Markenname für Danoprevir. Und als nächstes kam dann noch ein Entschuldigung, Interferon-Rezeptor, Pegasus heißt ja auch von Roche, auch zur Behandlung von Hepatitis-Erkrankungen. Und beide sind in China inzwischen eben auch schon zum Vertrieb zugelassen. Zugelassen ist außerdem Ravidasvir von Presidio Pharma aus den USA, auch gegen Hepatitis C. Und kurz vor der Zulassung, beziehungsweise im Zulassungsverfahren, da ist Ritonavir, ein Proteasehemmer gegen das AIDS-Virus, außerdem diese Kombinationstherapie gegen Covid-19 und dann kommt ja noch mehr. Wir haben im Testverfahren außerdem eine Leberkrebstherapie von Alnylam und zwei Therapien gegen nicht-alkoholische Fettleber. Einer kommt aus den USA und einer ist selbst entwickelt. Und für den selbstentwickelten ist jetzt übrigens auch der Zulassungsantrag in den USA eingereicht worden. So rum kann es also auch laufen, dass chinesische Medikamente in die USA kommen, nicht nur umgekehrt.
Und dann gibt es noch einen selbstentwickelten HIV-Wirkstoff und noch ein weiterer selbstentwickelter Wirkstoff gegen Hepatitis C. Und damit haben wir insgesamt 16 Produktkandidaten und Kombinationstherapien. Auf der Homepage von Asklepios finden Sie darüber auch eine Übersicht. Und es müsste schon meiner Meinung nach mit dem Teufel zugehen, wenn davon nicht mindestens zwei oder drei am Ende auch einen Erfolg werden, was dann auch den Börsenwert entsprechend rechtfertigen würde, der inzwischen ja auch nur noch bei umgerechnet 380 Millionen Euro liegt. Es gab aber auch Rückschläge, also die Aktie war jetzt nicht grundlos so schwach. Der erste Rückschlag, Ganovo, ist in China nicht aufgenommen worden in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente. Das kann noch kommen, bis jetzt hat es aber nicht geklappt. Und der zweite, Ganovo ist bisher angeboten worden in Kombination mit einem Wirkstoff, der gespritzt werden muss. Und andere Therapien, die können geschluckt werden, oral eingenommen. Und das war bis jetzt noch ein Wettbewerbsnachteil, der wird durch eine neue Kombination, die jetzt auch zugelassen worden ist, eventuell behoben. Aber wie gesagt, solche Probleme gibt es im Biotech-Sektor, die können auftauchen plötzlich und dann ist die Luft erstmal ziemlich raus aus so einer Aktie. Und jetzt zu den Barmitteln. Wir haben ja gehört, Asklepios war vorm Börsengang auch schon ganz gut ausfinanziert und dadurch, dass man beim Börsengang viel eingesammelt hat zu einem hohen Kurs, ein Kurs, der deutlich höher war als jetzt, dadurch haben wir jetzt die verrückte Situation, dass eben die Netto-Barmittel, die noch da sind, höher sind als der Börsenwert. Am Ende vom ersten Halbjahr hat Asklepios Schulden gehabt von ungefähr 100 Millionen RMB, aber Barmittel von 2,996 Milliarden RMB. Und damit haben wir Netto-Barmittel abzüglich Schulden von 2,89 Milliarden RMB. Es sind umgerechnet 3,3 Milliarden Hongkong-Dollar und der Börsenwert sind nur 3,2 Milliarden Hongkong-Dollar. Und damit eben netto schon mehr Geld in der Kasse als das Unternehmen wert ist an der Börse. Warum nimmt der Markt dieses Barvermögen nicht ernst? Es wird vielleicht nicht zur Kenntnis genommen, weil sich die Anleger denken, naja, ist ein Biotech-Unternehmen, die verbrennen das Geld ja in den nächsten Jahren sowieso. Aber das ist gar nicht so wild mit dem Cash-Burn. Wenn wir in die Cashflow-Rechnung reinschauen, in die letzte, dann sehen wir, es sind im operativen Geschäft 55,2 Millionen RMB verbraten worden im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sind aber 37,2 Millionen an Zinsen vereinnahmt worden. In China gibt es auf Bankguthaben noch Zinsen, wie Sie vielleicht ja wissen. Und damit war der negative Cashflow eigentlich nur bei 17,9 Millionen RMB. Was im Gegensatz dazu relativ hässlich aussieht, das war der Cashflow aus der Investitionstätigkeit. Der war nämlich bei minus 363 Millionen, natürlich Millionen RMB. Könnte man jetzt denken, naja klar, die haben wahrscheinlich Unsummen ausgegeben für Forschung, für Labors, für ausländische Lizenzen und so weiter. Stimmt aber gar nicht. Der größte Posten hier, das waren 359 Millionen RMB, die man nur umgeschichtet hat in Sparverträge mit einer Laufzeit von länger als 3 Monaten, womit es dann eben nicht mehr Cash ist, sondern bilanziert werden muss als Abfluss in eine Investition. Es ist aber immer noch da. Mit anderen Worten, wenn man jetzt hier flüchtig nur drauf schaut in die Cashflow-Rechnung, dann sieht es im Grunde hässlich aus. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man, der Cashverbrauch im Vergleich zu den Barmitteln, die da sind, der ist minimal. Und ich kann mir zwar gut vorstellen, dass Asklepios jetzt seine Forschungsausgaben in den nächsten Jahren schon nochmal steigert, aber trotzdem, meiner Meinung nach, ist die Gesellschaft für etliche Jahre ziemlich gut ausfinanziert. Und irgendwann wird Asklepios ja auch schwarze Zahlen schreiben. Bei Jefferies zum Beispiel, da glaubt man, das könnte 2023 der Fall sein. Jefferies sehen den fairen Wert übrigens bei 4 Hongkong Dollar 40. Das wäre vom aktuellen Kurs dann schon mal ein Anstieg um über 50%. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch sogar noch besser läuft und dass die Aktie auf 4 Jahre, 5 Jahre vielleicht tatsächlich eine 100% Chance sein könnte.
Und falls wir auf den IPO-Kurs sogar mal zurückkommen sollten, das wäre dann schon ein Anstieg von über 150%. Aber wie gesagt, wir haben eine Biotech-Aktie vor uns. Das heißt überdurchschnittliche Risiken. Und jeder, der in sowas investiert, der sollte auch nicht auf mich horchen, sondern der sollte auf sich selber horchen und sich ernsthaft eben auch fragen, ob sowas auch zu ihm passt. Sehen Sie das Ganze also eher als Inspiration, von der Sie hoffentlich noch mehr bekommen wollen und sich deswegen eben auch nicht nur anmelden für unseren Zukunftsmärkte-Report zu den chinesischen Pharmaaktien, sondern auch für meinen YouTube-Kanal. Und wenn Sie das tun, dann immer auch die Glocke drücken, über die Glockenfunktion sozusagen. Da werden Sie nämlich benachrichtigt, wenn neue Beiträge da sind. Vielleicht klappt es dann ja auch mit der Côte d'Azur. Und wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann einfach weiterkämpfen, weiter recherchieren, weiter fleißig sein. Am schönsten ist es sowieso immer noch zu Hause. Auf Ihr Wohl, alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.